Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge suchen wir Glowstone und einen Platz, wo wir Zombie-Pigment spawnen lassen können. Ich vermute, es liegt daran. Deswegen konnte die Farm da gar nicht funktionieren. Wäre für mich so der naheliegendste Grund, ehrlicherweise. Gib mir das Glowstone, wie komme ich denn da hin? Ah, vielleicht über den anderen Weg. Ich laufe mal hier so rechts rüber. Ich hatte doch hier nochmal so einen Weg gebuddelt, ja. Hier einmal so durch. So, tada, draußen bin ich. Das ist ein Geist. Da ist die Farm, die ich mal angefangen hatte. Ich laufe einfach mal hier so ein bisschen. Wer fällt ein? Da habe ich eine Schaufel, ja. So, ich buddel mich mal hier durch. Da sind einerseits Zombie-Pigments und andererseits ganz schön viel Glowstone. Das wäre hier ziemlich optimal. Wenn ich mir das so anschaue. Ich wollte gerade nur, ob ich irgendeiner hier schubsen könnte. Ah, okay. Ich weiß mir gerade, wie viel Glowstone werde ich brauchen. Nimm einfach mal mit. Okay. Ich glaube, das dürfte an sich reichen. 23, ja locker. So, jetzt überlege ich mir, da unten sind noch solche. Okay. Es kann gut sein, dass die hier spawnen würden, oder? Mache ich mir jetzt das Leben nur ein bisschen leichter? Mach mal, sind die aggressiv auf mich? Ne, die schauen mich nur an. Ja, dann bin ich mit cool. Na hier so ein bisschen die Fläche einfach ein bisschen gerade. Ja, also andererseits, die müssen natürlich 22 am Ende tief fallen. Aber wenn ich das hier so aushülle, mit der Spitzhacke geht das hier ziemlich schnell. Dann kann ich mir das Leben ja noch ein bisschen leichter machen. Ich einfach die Ebene hier graben. Ah, das ist nicht gut. Ah, Moment. Ah, ja. Ah, ich dachte, jetzt kann man immer noch zurückschießen, aber okay. Ah, geht auch immer noch. So, den mal weghauen. Ah, der Geist haut ab. Jetzt habe ich ihn erwischt. So, hier kurz. Bloß nicht den Zombie-Pigment erwischen. So. Relativ groß kann das ganze Teil ja sogar hier werden. Eine gute Grundfläche. So ist aber tatsächlich eine sehr gute Grundfläche. So. Okay, jetzt schaue ich nochmal. Ich kann das Ganze wahrscheinlich auch gut nach unten bauen. Aber ich möchte mir mal einmal so ein bisschen markieren, wo es natürlich schlau wäre, so wahrscheinlich gut zu bauen. Okay. Markieren wir das Ganze mal so ein bisschen. So, das habe ich jetzt hier so gemacht. Hier hinten kann ich gleich nochmal schauen, ob ich das feinjustiere. Und dann sind auf jeden Fall noch ein paar Schichten. Okay. Mal kurz Blöcke zählen hier. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 auf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wenn ich mal so mache, sind es 22. Auf 17. Und auf 18 bauen. Dann wäre das so. Dann muss ich nur einmal hier kurz durch. So. Dann wäre das hier so mal erledigt. Dann sind das 18 auf 22. Müssten die da halt nur drin spawnen. Ja. Könnte aber eigentlich gehen, dann könnte ich Etagen oben drauf bauen. Ja, ich meine, das sind jetzt 18. Ja. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Das heißt, das ist eigentlich die Mitte. Sind dann 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, oh, aufpassen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann müsste das hier rüber. Ah, ne, das stimmt nicht. Habe ich 22 gehabt? Dann sind das 3, 4 mehr. 9, 10, 11. Quasi hier. So.
Okay. Okay, ich mir mal kurz so. Gut. Dann eben so. Hier noch kurz zubauen. Okay, check. Müsste jetzt gerade sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 9, oh, habe ich das? Und 11 von da aus und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, okay, also dann muss ich tatsächlich nur einen rüber. Oh, jetzt hat das Skelett ein Problem. Ja. Wie lustig. Okay. Das ist die Mitte und das war noch die andere. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das ist das hier so der Mittelpunkt. Das heißt, ich suche jetzt hier eigentlich nichts weiter außer so. Und so, das heißt, hier dürften die runterfallen. Ah, genau, eins rüber. Warte, ich lasse mich nochmal abschießen. Hat das Skelett wieder ein Problem? Viel lustiger, wenn das Skelette Probleme haben. Funktioniert auch viel angenehmer in der Art und Weise, wie die das teamwork-mäßig da kurz erledigen. Sehr sympathisch, die Zombie-Pigments. So, dann hier mal so. So, das hier auch mal. Kurz so auf 2 erhöhen. Mal hier so eine Farm versuchen zu bauen. Okay, das ist auf jeden Fall die Fläche. Dann fallen die ja hier durch. Im Idealfall 22 Blöcke tief. Ich habe keine Leiter dabei. Hm. Komisch. Ja. Nehme ich mir wenigstens noch das Quarz mit. Oh, dann habe ich hier schon mal so einen Bodenplan, was ich hier mal machen möchte. Ist ja schon mal ein Anfang. Ich mache mal hier nur die oberste Schicht zu. Fast gehauen. Ah, wäre nicht so gut gewesen. So. Nachdem die sich ja schon einmal gesammelt hatten wegen den ganzen Skeletten in der Nähe. So, das Quarz nehme ich noch mit. Sehr stark. Gut. Ah ja, nehme ich noch ein bisschen Glowstone mit. Dann könnte ich den vielleicht nochmal irgendwo anders platzieren. Wenn ich möchte und lustig bin. So. Dann hier rüber noch. Okay. Das sieht doch gut aus. 52, das sind 13 Glowstone-Blöcke. Okay. Reicht dann erstmal wieder an Nether Action. Ich schaue gerade, wo bin ich denn hergekommen? Wahrscheinlich irgendwo aus der Richtung, oder? Wenn ich mir das jetzt ungefähr anschauen müsste. Ja, ja, irgendwo von da. Ja, oder von da. Einfach nur so rübergelaufen, wenn ich mir das anschaue. Ja, glaube ich, hier kurz irgendwo, da ist mein Weg gewesen. Moment, einmal hier die Blöcke drüber. Dann ist das hier auch ein bisschen angenehmer zum Gehen. Das Skelett ist gar nicht mehr da, was gerade da war. Ach, das war. Aber es sieht mich einfach bloß nicht so. Moment, ich markiere es mir mal hier wieder mit so Beinen. Die sieht man eher. Gut. Okay. Das mal soweit mindestens erledigt. Ja, so fürs Grobgerüst hat's gereicht, aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr Leitern und so ein Zeug. Dann da ist nochmal ein Trip hierher notwendig. Na gut. Wäre einfach wahrscheinlich nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal hier. Es wird wieder Tag. Was ich machen könnte, wäre aber auch mal noch Obsidian holen, um. Das kann ich vielleicht gleich machen. Jetzt bin ich hier noch in der Nähe. Wie viel Obsidian brauche ich denn für 2 und dann 3, 3, oder? 3, 6. 10 Obsidian für ein Portal? Könnte ich ja mal ein bisschen laufen und einfach mal ein paar zig hundert Blöcke entfernt spawnen. 1, 2, 1, 2, 3. Ja, genau. Das sind 10. Genauso viel Eimer habe ich da mitgenommen. Also dann möchte ich mir. Ich möchte mir jetzt mal ein Obsidian. Schwach. Ich möchte mir ein Portal bauen. Also noch eins, um im Nether
zig Blöcke hinter mir zu legen, um eventuell endlich mal eine... Ach, das ist wegen dem Seegras, was da unten ist. Um eine Wüste zu finden, wo ich Kakteen herkriege. Das wäre jetzt so mein Versuch. Nachdem ich versucht habe, schon eine Mobfarm da zu bauen, auch nicht so optimal geklappt hat. Aber dann kann ich da mal ein paar Blöcke zurücklegen. Ich glaube, das könnte ja im Nether ganz gut funktionieren. Aber da gibt es ja auch irgendwie so eine Grundregel, oder? So 8 Blöcke hier im Nether sind... Oder ein Block... Ja, Moment. Ein Block im Nether sind 8 in der Oberwelt. Irgendwie gab es da nicht so eine Regel? Ich vermute es. Möchte ich auf jeden Fall umsetzen, soweit ich kann. So ist der Plan. Deswegen hole ich mir jetzt einmal das Obsidian hier. Dann habe ich 10 Stück. Dann hole ich mir nochmal kurz Lava, weil ich eigentlich auch Steine brennen wollte. Auch ein Plan von mir. Genau, 1 ist gleich 8. Ja, perfekt. Da hatte ich das richtig im Kopf. Und dann... wollte ich eigentlich nochmal kurz Lava holen, um Steine zu brennen. Ich überlege gerade, wo ist denn die nächste Lava-Quelle? Ja, wo ich glaube, die nächste Lava... Ja, wo ich kann nicht... Oh, jetzt bin ich hier schon runtergelaufen. Jetzt kann ich hier auch einmal schnell durchlaufen. So, hier runter. Einmal hier durchsprinten. So. Ja. So, jetzt schaue ich mal. Was denn... Wie sind denn hier meine Koordinaten? 92, 32... Muss man das irgendwie mathematisch sich bedenken? Oder ist das eigentlich egal mit dem Portal? Ich kann mir vorstellen, dass es egal ist. So, jetzt mal kurz, das Portal hier ist ungefähr in der Nähe von 00. 22, ja, ungefähr. Bedeutet doch jetzt, und hier bin ich jetzt bei 150. Netter bin ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht gestorben. Ich habe das in der Oberwelt öfters geschafft bis jetzt. Aber ich glaube, ich bin... Boah. Müsst lügen. Jetzt 2-3 Mal nur gestorben. Ah, das ist so... Läuft aktuell noch ganz gut, statistisch. Alle 100 Folgen sterbe ich mal. Wo ich glaube, die Tode, die ich da hatte, die waren... Alle in den ersten 100. Ja. Von daher. Auch suboptimal. War am Anfang eine hohe Quote. Hat sich abgeflacht in der Zeit. So. Ah, hier rüber. Ab zum Bett und ab zum Steine brennen. Und dann brauche ich noch Feuerzeug. Das müsste ja dann eigentlich... Vielleicht habe ich hier eins. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Ich habe Kies, aber ich hätte kein Eisen. Ich hätte auch Eisen höher. Dann nehme ich mit. Dann nehme ich die 2 Kies mit. Schaufel habe ich eh. Das tue ich da jetzt mal rein. Das ist doch mal so für zwischendurch eigentlich ganz nett. So, das heißt, ich mache das jetzt einfach mal so. Ey, ist gar nicht mehr so dunkel hier. Ist ja mal eine gute Nachricht, dass hier nicht alles so dunkel ist. Ich setze hier mal noch ein paar Fackeln mehr drauf, damit hier auch gar nicht erst Mobs in Versuchenheit kommen zu spawnen. Ah, ach ne, hier ist ja das Tor, das geht so nicht. Ja, sieht besser aus. Also gefällt mir persönlich hier mehr mit dem Licht. Ja, nach oben müsste ich noch welches machen. Okay, fairerweise. Ah, hier nochmal kurz so. Ich setze jetzt einfach mal hier so ein paar Fackeln. Ja, hier habe ich auch noch... Ach, hier ist nochmal eine Steinsäge abgeblieben. Habe ich schon ein bisschen gewundert. Ja, muss ich auch nochmal irgendwann hübscher machen. Gut, mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich allerdings wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.